Gut, viel haben sie bis jetzt hier nicht auf. Aber es hat gereicht, dass die Jungs hier die Arbeit fertig machen konnten. Wir ein paar Steine. Geworden sind. Jetzt halt auch immer lustig, dass sie gerade von dem Stockpile nehmen, der die wenigsten, der halt nicht voll ist. Anstatt vom nächsten. Da kommen ja auch immer die lustigsten Sachen zusammen. So wie hier jetzt. Der Flup. Genauso wie sie immer versuchen, den nächstbesten Stockpile zu füllen. Also der, also die, die voll zu machen, erst die noch nicht voll sind, anstatt den nächstbesten zu nehmen. Ich muss aber sagen, ich bin überrascht, wie gleichmäßig sie es auf. Räum hier mal auf. So. Mit immerhin 5 Steinchen.
Ja, im Augenblick hält es sich so stabil bei 6700. Ja. Kommt auch immer drauf an, wie viel anderes Zeug in dem Weg ist, also Eisen, Glimmstone, dass sie nachliefern können. Und wie oft sie einfach hier Steine liegen lassen, so wie jetzt wieder mal. Noch habe ich dann drei Ebenen, bis ich unten bin. Jetzt muss ich wieder hinten jetzt auch doch die Bauern auftreten. Ich glaube, das sind die Bauern. Wir haben schon über die Hälfte. Schon wieder komische Steinereihe. Und wie sieht's aus? Ich würde mich eigentlich mal so trauen, das Ding zu verschieben. Aber natürlich. Wieder.
weiter mit Vorbehalt, dass ich es nicht richtig hingemurkst kriege. So. Mal gucken, ob Verschieben besser klappt als Schmäler zum. Also. Blub, blub. Ne, nicht wirklich. Er läuft schon hin und füllt da auf. Okay, und du füllst da auf. Okay, damit hat sich diese Geschichte erledigt. Sie machen es wieder irgendwie, wie sie lustig sind. Eins, zwei, drei, coole Musterung. Vor allem, dass es so perfekt diagonal ist. Oh, bringt mich auf eine schöne Idee. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Die Würfel sind gefallen. Ja. Nur mal eine Kleinigkeit. Vor dem ganzen Monoton hier abzulenken. Und es ist genauso wie man mit dem sogenannten Akta Block hoch und runter ziehen kann. Ich glaube aber, das hatten wir schon mal. Also mit der 7-Segment-Anzeige. Mit 8 Segmente. 7. Da sieht halt die 1 etwas komisch aus. Zwei geht so einigermaßen. Ich glaube, da müssen wir wirklich nee, so geht das auch nicht. Also die 3 geht noch einigermaßen.
Die 4 sieht dann schon wieder komisch aus. Die 5 auch. Was ist mit der 6? Die dürfte einigermaßen gehen. Ja, die 7 würde komisch aussehen. Am besten sehen wahrscheinlich 8 und 9 aus. Ja, hauptsächlich die 8. Aber wenn man sich das so anguckt. Ach, der Vollständigkeitshalber. Sieht die 4 ein bisschen verkrüppelt aus, die 1, die 7. 2 und 5 sehen merkwürdig aus. Man kann auf die Weise eher, glaube ich, Buchstaben schreiben. Also A. Okay, das sieht eher aus wie ein P, wie ein B. Müssen wir noch eins, glaube ich, dran machen. B. Dann natürlich. Ach, das war jetzt zu viel, das C. Oder das D. Na, war auch wieder eins zu viel. Können wir auch ruhig eins schmäler machen, oder? Ja, sieht auch so gut aus. Aber das C sollten wir so lassen. E ist natürlich recht einfach. Also er könnte noch eins mehr machen. F entsprechend hier auch. So. G wird schon etwas. Den Abstand ein. G wird schon etwas schwieriger. Wobei geht auch noch sehr gut. H ist wieder einfach. I, damit man es als I erkennt. So, jetzt kommt das J. Das J wird auch etwas sportlicher. Ja, so ungefähr. K. L ist wieder sehr einfach. Ja, hören wir mal damit auf und gucken mal lieber, wie weit unsere Quick-Fonts sind.